Professioneller Scharfmacher hatte insgesamt 476 dieser Sammlerstücke bei einem lizenzierten Waffenhändler für mindestens 80.000 Mark erstanden und an Kriminelle im Ruhrgebiet abgesetzt. Diese Deko-Waffen sind so ausgelegt, dass sie normalerweise 100% detailgetreu zu den Originalwaffen hergestellt werden, jedoch einige Fehlerquellen aufweisen im Abzugssystem oder in dem Lauf, dass dieser verblombt wird. Weiter sind mir Werkstätten bekannt, wo dies absolut kein Thema ist, diese Fehlerquellen zu beseitigen und die Waffe voll funktionsfähig zu machen. Man kann sich durch einschlägige Lektüre, durch Small Arms Import in der Schweiz oder durch den Paladin Verlag diese Fähigkeit aneignen, dieses selbst zu reparieren und diese Waffe dann ebenfalls selbst wieder klar zu machen. Markt hat einen scharf gemachten Karabiner getestet. Tatort, ein Schießstand im Düsseldorfer Landeskriminalamt. Der Erfolg der illegalen Manipulation erwies sich als überaus durchschlagend. Test eines freiverkäuflichen Vorderladers. Verwendet wurde lediglich die Hälfte der möglichen Schwarzpulvermenge. Das Mündungsfeuer in extremer Zeitlupe. Aus einer Distanz von 10 Metern schlug das Bleiprojektil ein 4 cm dickes Hartholzbrett glatt durch. Eine 9 mm Parabellum-Pistole erzielt Energien bis 500 Joule. Und mit diesem hier gezeigten Vorderlader kann ich durchaus bis über 2000 Joule kommen. Und hieraus ist ersichtlich, die waffenbesitzkartenpflichtige Waffe 9 mm Parabellum leistet nie diese Energie wie dieser Vorderlader mit 2000 Joule. Dieser Vorderlader ist waffenbesitzkartenfrei. Drei Gas- und Schreckschussrevolver unterschiedlicher Größe, aber gleichen Kalibers. 8 mm Gasmunition ist frei verkäuflich, deswegen jedoch keineswegs harmlos. Eine Schussprobe auf einen Plastilinblock. Die austretenden, hochgespannten heißen Gase wirken wie ein Projektil. Der Befund: Tod durch Bluteinbruch ins Hirn. Schockartige Hirnlähmung nach Halsschuss. Eine Armbrust Typ Kommando, gefertigt von der englischen Firma Barrett. Mit diesem Modell wurde der Ratinger Eisdielenbesitzer Palatini getötet. Die gemessene Aufschlagenergie beträgt knapp 45 Joule. Luftgewehre beispielsweise sind nur bis zu einer Maximalenergie von 7,5 Joule waffenerwerbsscheinfrei. Die getestete Armbrust ist demnach 6-mal stärker. Und es gibt wesentlich durchschlagskräftigere Modelle auf dem Markt. Die Kölner Firma Kettner verfügt wohl über das umfassendste Versandsortiment an Armbrüsten überhaupt. Geliefert wird gegen Vorlage einer Ausweiskopie. Trotz Todesfällen, einer zunehmenden Zahl von sogenannten Jagdfreveln und der fortschreitenden Vervollkommnung der Armbrust zur Hochpräzisionswaffe, an ihrem waffenrechtlichen Status wird sich nichts ändern. Eine Stellungnahme des Bundesinnenministeriums. Hier liegen keine Informationen darüber vor, dass diese Geräte, ebenso wie Sportbögen, in der kriminellen oder Demoszene aufgetaucht sind. Mit Hochleistungsarmbrüsten können ähnliche Energiewerte erzeugt werden wie mit Schusswaffen. Die Merkmale, Energiewert und Zerlegbarkeit, die man in Betracht ziehen könnte, sind für eine Abgrenzung wenig geeignet. Die Armbrustfallspitze. Es können mit Yachtspitzen ausgerüstet werden, die so ausgelegt sind, dass sie einen enorm großen Wundkanal reißen, der 15 bis 20 cm im Durchmesser hat. Diese Yachtspitzen sind so ausgelegt, dass sie enorm viele Kapillargefäße aufreißen und so ebenfalls eine Verblutung des Lebewesens hervorrufen, wenn es sich in einem gewissen Zeitraum behandelt wird. Ein Experiment. Wir schicken einen 16-jährigen Schüler als Kunden in zwei Dortmunder Fachgeschäfte und eine Lottoannahmestelle mit Waffensortiment. Unter dem Vorwand, erst Geld zu holen, verlässt er die Geschäfte jedes Mal mit der Zusage, dass ihm eine Armbrust, eine Gaspistole oder ein Vorderlader ausgehändigt würde. Doch der Verkauf an Minderjährige ist nicht erlaubt. Ich bin 16 Jahre alt und ich hätte in zwei Fällen eine Waffe bekommen. Im ersten Fall in der Lottoannahmestelle eine Hochpräzisionsarmbrust und im zweiten Fall bei der Firma Kettner einen total schussfähigen Vorderlader mit Perkussionsschloss. Und ich bin in beiden Fällen nicht nach dem Alter und nicht nach dem Ausweis gefragt worden. Was der Händler nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Die Unbefangenheit, mit der Waffenhändler Jugendliche bedienen, ist zwar ungesetzlich, dient aber dem Geschäft.
Ein kleiner Lichtblick vielleicht dazu. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt prüft zurzeit, wie man durch entsprechende Bauvorschriften verhindern kann, dass Dekorationswaffen scharf gemacht werden. Nicht verhindern lässt sich offenbar, dass verbotene Gewaltliteratur ihre Leser erreicht. Vom Handbuch für Mörder bis zur Bombenbauanleitung. In solchen Illustrierten, erhältlich an fast jedem Kiosk, werden diese Gewaltpornos von Versandhändlern angeboten. Der Originalkatalog der Schweizer Firma Small Arms Import, flüchtig kopiert, aber hochbrisant. Vom Erfolgsschlager How to Kill, eine Anleitung zum Töten, bis zum CIA-Sprengstoffbuch, der Pflichtlektüre für Terroristen und Bombenbauer. Der Do-it-yourself-Zeitzünder in Tateinheit mit der Splitterbombe, Funktionstüchtigkeit wird garantiert. Das Handbuch für den Combat-Kämpfer, ob schon hierzulande verboten, problemlos via Schweiz importierbar. Die Bilder sprechen für sich. Perverse Gewaltpornos für den mordlüsternen Verbraucher. Preis 50 Franken. Direktimport aus den USA. Namenslisten von Kunden werden nicht geführt. Small Arms Import weiß, was Kunden wünschen. Das Killerhandbuch Mord leicht gemacht, ebenfalls verboten. Unbeeinträchtigt von den Behörden, angepriesen in Waffenmagazinen. Dem Mörder zur Anleitung, dem Kunden zur Lust. Ja, wir haben es gerade gehört, diese Schweizer Versandhändler werben sogar sinnigerweise damit, dass sie keine Kundenkartei anlegen. Vermutlich, damit sich der Do-it-yourself-Bombenbauer auch so richtig sicher fühlen kann. Geschäfte lassen sich offenbar mit fast allem machen, nicht nur mit zynischen Büchern, sondern auch mit harmlosem Quatsch, mit TINF eben. Man glaubt kaum, für was erwachsene Menschen so ihr Geld ausgeben. Aber ehe wir jetzt den Beweis für diese Behauptung antreten, verabschiede ich mich schon mal von Ihnen. Einen schönen Abend noch. Tschüss, bis zum kommenden Samstag. Männer sind nicht eitel. Was braucht ein richtiger Mann schon? Ein Mann braucht ein sauberes Hemd und eine Krawatte braucht er. Und ein Jackett braucht er auch. In der Schlichtheit liegt das Geheimnis. Es muss eben nur alles ordentlich sitzen. Ein entschlossener Handgriff rückt alles zurecht. So könnte es gehen. Ja, so kann man sich sehen lassen. Eigentlich fehlt jetzt nur noch die passende Brille für den prüfenden Blick. Nein, nein, Männer sind nicht eitel. Nur selbstkritisch sind sie. Und bescheiden. Und damit sie Bescheidenheit und Selbstkritik immer und überall angemessen demonstrieren können, gibt es jetzt den Ganzkörperspiegel in Westentaschenformat. Unentbehrlich für den ganzen Mann. Und das für ganze 4,85 Mark.